mir war schon immer klar, dass ich mehr Kinder haben werde. Als die Kinder dann aus dem Windelalter raus waren, habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht in Angriff nehme, meinen Traum von der Karriere dann nicht mehr. Und dann habe ich das einfach geschafft, beides unter einen Hut zu kriegen. Das Schönste am Leben in Meitenbeet ist für mich der Zusammenhalt. Die meisten kenne ich schon ein Leben lang. Fakt ist, man trifft immer jemanden, mit dem man ratschen kann. Das ist in einer Großstadt anders und das wäre für mich, glaube ich, nichts. Ich gehe gerne im Wald Radl fahren, weil ich da meine Ruhe habe. Wo meine Gedanken so abschweifen können, dass ich in Ruhe mal was zu Ende denke. Aus meiner Sicht ist es schon Luxus, sich seine Zeit selber einzuteilen. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Zeiten, an die ich gebunden bin. Man muss schon auch Öffnungszeiten haben und vor Ort sein, gerade weil meine Mitarbeiterin viel im Homeoffice ist. Mit dem Datenschutz haben wir da kein Problem, weil das läuft alles über die DATEV. Mein Name ist Sandra Ober und ich bin Steuerberaterin. Erfahren habe ich von der Kanzleigründungsberatung einfach nur durch einen Anruf. Von heute auf morgen ist es gestanden und war überhaupt kein Problem. Ohne die DATEV als meinen Partner könnte ich gar keine Work-Life-Balance im Einklang halten, weil ich muss mich darauf verlassen, dass das, wenn ich entscheide, jetzt ist Zeit zu arbeiten, dass es jetzt funktioniert. Und das ist zu 100% so. Die kleinen und mittelständischen Betriebe sind die, die die Digitalisierung toll finden. Also das papierlose Arbeiten ist ein Riesenargument, um Mandanten zu gewinnen. Wo die Reise hingehen wird, weiß ich noch nicht. Also das ist der Vorteil von dem Stand, wo ich jetzt bin, dass alle Wege offen sind.